Ja, hallo ihr Lieben. Wir werden heute Erbseneintopf nach Art der Bundeswehr hier vom Wohnmobil kochen. Und ich habe euch ja in unserem Video vom Platz hier in Fachbach schon gesagt, dass ich einen leichten Sturz hatte. Also erschreckt nicht mit meinem Blinker, den ich da habe. Ich habe mit der linken Seite gebremst, bin beim Einräumen vom Wohnmobil über die Tasche gefallen und das ist das Resultat. Also ich hoffe, es stört euch nicht so sehr. Was wir jetzt brauchen für den Eintopf der Bundeswehr: die Schälerbsen, dann Fleischbrühe, Gemüsebrühe, diverse Gewürze wie weißer Pfeffer, Muskatnuss, Salz, schwarzer Pfeffer, dann Majoran und Lorbeerblatt. Für die bessere Verträglichkeit der Erbsen ein wenig Natron, ein bisschen Zucker wegen der Intensität des Geschmacks. Natürlich Suppengrün, dann ein paar festkochende Kartoffeln und selbstverständlich Zwiebeln. Das Ganze werde ich jetzt zurecht schnipseln und dann kommen Mettenden noch hinzu, wenn es dann bereits kocht, und natürlich Bauchspeck. Ja, ich werde das jetzt alles mal zurecht schnipseln und dann sehen wir uns nachher nochmal. Dann sage ich euch, wie es weitergeht. Wir dünsten jetzt in ein wenig zerlassener Butter die Zwiebeln an, die ich hier in Würfel geschnitten habe. Die müssen dann schön ein bisschen glasig werden. So. Jawohl. Die Zwiebeln sind jetzt schön glasig geworden. Jetzt kommt 1 Liter Wasser hinzu. Da ich jetzt nur kleine Messeinheiten habe von einem halben Liter, muss ich eben 2 nehmen. Einmal der Pilzer Schoppe und einmal der Messbecher. So. Und hier kommen dann gleich die Schälerbsen hinzu. Noch ein bisschen größer drehen hier. Gucken, wie es ist. Okay. Einmal die 500 Gramm Schälerbsen, dann direkt hier rein. Schälerbsen haben den Vorteil, dass man sie nachts nicht einweichen muss, also über Nacht in Wasser stellen muss, denn die härtere Schale außenrum, die ist schon weg und von daher ist das hier beim Camping sehr praktisch. Hinein dafür. Das muss jetzt etwas aufkochen, derweil schneide ich jetzt das Suppengrün dazu und die Kartoffeln muss ich noch in Würfel schneiden. Ja, und dann geht es gleich weiter. Es geht weiter mit dem klein geschnippelten Suppengemüse, Sellerie, Karotten. Dann kommen jetzt gleich die Mettenden hinzu und der Bauchspeck. Und dann kann das vor sich hin köcheln und in der Zeit kann ich dann meine Kartoffeln schon einmal schälen und schneiden, weil es muss ja richtig gut durchköcheln. Es soll ja ein richtig schöner Eintopf geben. Dann kommen die Kartoffeln dazu. Jetzt muss das Ganze noch mindestens 1 Stunde ganz langsam vor sich hin köcheln auf kleiner Flamme. Meine Erbsensuppe, mein Erbseneintopf à la Bundeswehr, ganz ohne Gulaschkanone, ist soweit fertig und ich hoffe, dass es vorzüglich schmeckt, Schatz. In diesem Sinne sage ich Tschüss aus meiner Kochorgie. Bis bald.